Also, wenn alles glatt läuft, dann ist da unsere Abfahrt drin. So, Bikefestival Gardasee. Heuer mal wieder im Regen. Und wir probieren jetzt aber trotzdem, was wir so machen können. Ist noch nicht ganz sicher. Eigentlich hätten wir was ganz Cooles, Alpines gehabt. Ja. Und jetzt haben wir mal. Sind wir in die Richtung, wollten wir oder wollen wir immer noch? So, wir sind beim Marathonstart gelandet. Einmal durchs Kapital bitte. So, da kommen noch welche nachgerückt. Für uns aber eindeutig die falsche Richtung. Also, wenn alles glatt läuft, dann ist da unsere Abfahrt drin. Und da ist gerade Martin und Vickys Schicksalsauto an uns vorbeigefahren. Lassen Sie mit dieser Busse. Das wollten sie haben. Eigentlich hatten sie ihn schon, aber dann war er rostig. Jetzt moderat bergauf. Hier ist so steil, dass die Kamera rauskommt. 100% Anstrengung erfordert. Ja. Und es ist kein Ende in sich. Das ist so steil hier rauf. Das ist einfach so krass. Das ist wirklich steil. Das ist nicht in der Strecke. Es hat halt den Vorteil, dass die Auffahrt genau und relativ wenig los ist, auch beim Bikefestival. Das stimmt. Ja, keine Shuttle etc. Also ist echt zu empfehlen. Ja. Aber man muss sich schimpfen. Da seht ihr, wie widrig das Wetter gerade ist. Wir haben einen kleinen Freund gefunden. Ja. Und wenn ihr sowas seht, bitte nicht ärgern. Die sind nämlich echt schon am Aussterben. Ja, und giftig. Und giftig, ja. Also lasst ihn in Ruhe. Genau. So ein netter. Und wir genießen die Aussicht auf Riva und machen jetzt dann noch einen Pick. Da unsere Bikes und hier eben die Aussicht. Da unten ist auch das Festivalgelände, aber das sieht man jetzt dann natürlich kaum da beim weißen Zelt. Und ja, ihr seht, es ist trüb, aber wir hoffen, dass es ein bisschen aufhört, wenn wir oben sind. Es hat beständigen Nieselregen, also von dem her, was will man mehr? Jetzt geht es da durch Dörferl durch, haben wir ungefähr 600 Höhenmeter. Campi. Campi. Und insgesamt wären es so 1400. Ja. Wir nähern uns dem Ende vom Uphill. Und es ist echt krass. Das ist Wahnsinn. Weil wenn die Sonne scheint, dann ist es so schön und idyllisch und da ist so eine Alm. Und hier beim Nebel kommt es einem vor, wenn gleich der Zombie um die Ecke biegen würde. Und es ist so Horrorfilmstimmung. Total, ja. So also was? Dead, ja. So was das Wetter nicht alles aus. Ne? Die Monotonie drauf, es ist immer grau, und grau, und grau, und bam, und bam. Jetzt sind wir oben, jetzt müssen wir nur noch da rüberqueren, durch den Nebel. Und jetzt gibt es noch Riegelpause. Vollwertige Mahlzeit. Ja.
Da ist der Chimasat und da unten hat man dann eigentlich Aussicht. Aber wir haben Nebel. Da haben wir uns genau das Richtige für die Nässe ausgesucht. Das ist ja Schmierseife. Da geht es auch schon wieder zurück. Der Schnee am Brenner wartet schon wieder. Aber diesmal gibt es, glaube ich, kein Brennerschneevideo. Wir haben alles schon mit. Genug. Wir haben jetzt auch Ski ausgeliefert. Ja, genau. Da mit den ein bisschen an Sirup Skifahren geht. Ja. Na, echt cool. Ja, also wenn euch das Tour Video war, gefallen. Ja, an deine Grenzen. Also wir werden es veröffentlichen, aber passt wirklich auf. Also, stimmt. Ist richtig ausgesetzt. Und wenn es nächstes Jahr, dann kann man und wirklich ausgesetzt. Also der Freefall ist okay, glaube ich. Aber die ist schon einmal so Feuerwehr-Dress-Style-mäßig. Also, ja. Ja, und vor allem bei uns war es jetzt halt nass leider auch noch. So viel und dann kann man fast keine von den Kernen fahren, weil da halt überall Wurzeln dann drin sind. Sehr nett. Ja, das sind keine Wurzeln, das sind Meterwurzeln. Ja. Wer gern wandert, kann das bei Regen fahren. Wer ist müde? Ja, voll nicht. Gebt uns doch halt gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Tschüss!